Yo, was geht ab? Mein Name ist IWZI und willkommen zur allerersten Folge Varo 22 Sekunden. Geht's los? Scheiße, es geht los, Leute. Boah, es geht wirklich los. 15 Sekunden, Varo 2. Es hat gerade ewig gedauert, bis alles angefangen hat, bis jeder in seinem Loch war. Panik, Alter. Kann man schon direkt buddeln? Ja, ne? Ich glaub so, nee, du musst, wenn es losgeht, musst du nochmal neu anfangen. Okay. 3, 2, 1. Ab geht's. Buddel. Boah, ist das. Boah, dauert das lange. Okay, ab geht's. Gomme ist schon raus. Und weg. Und weg, geradeaus. Siehst du mich? Gomme läuft neben mir. Weißt du, wo ich bin? Ja, ich bin genau neben dir, Alter. Okay. Das ist ein Hühnchen, Ich wurde gehauen. Ja, von mir. Alter, warum? Bieg nach rechts ab. Okay. Bieg ein bisschen nach rechts ab. Okay. Damit wir weg von den anderen sind. Okay. Und jetzt geradeaus weiter. Komm hier hinterher. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin neben dir. Okay. Bisschen rechts. Okay, rechts. Da sind andere. Das sind Kühe, ja, okay. Oh, scheiße. Und weiter geht's. Lass stehen bleiben. Wieso? Was willst du hier? Weil die anderen alle laufen. Das ist keine gute Idee. Bau ab. Doch, Alter, alle laufen richtig weit weg. Okay. Boah, Kedos ist tot. Echt? Scheiße. Die sind direkt neben uns. Komm, lass mal abhauen. Wo? Ich hab Fallschaden genommen. Bist du rechts? Okay, dann komm, lass rechts weiter. Hier, ich bin rechts neben dir. Nicht ins Wasser, rechts neben dir. Ja. Wir laufen hier weiter durch. Die anderen haben uns schon so angeguckt. Fuck, hier ist überall zu. Ach du Scheiße. Boah, bin ich aufgeregt. Komm mit. Scheiße, es sind schon so viele tot, Alter. Was ist da? Was passiert? Komm, hier, Holz. Wo bist du? Ich bin weitergelaufen. Einfach bei dem See rechts und dann weiter geradeaus. Seh dich nicht. Hä, wenn du bei dem See gegangen, wenn du rechts neben dem See warst? Mit Schwert. Wo bist du? Boah, Scheiße, Mann. Da ist jemand mit Schwert. Hinter dir her, oder was? Ja. Als ob. Ich hab schon kein Essen mehr. Scheiße, Mann. Ich sterbe, Alter. Als ob. Doch, echt, Mann. Der ist hinter mir her. Als ob du stirbst. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wo du bist, Mann. Ich hab mir eine Kuh geholt. Ja, ich weiß jetzt leider auch nicht. Ich sterbe. Ich kann dir meine Koordinaten sagen. Ich sterbe. Ich bin 306,27. Ich bin tot. Als ob. Ja. Als ob. Okay, Leute. Das ist natürlich jetzt eine krasse erste Folge. Ich hab schon kein Essen mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Haludri ist im Arsch. Ich weiß nicht. Fuck. Weißt du, wer dich getötet hat? Nee, ich hab keine Ahnung. 3 Minuten. Stand ja unten im Chat. Okay, ich weiß nicht so richtig jetzt, was ich machen soll. Ich brauche natürlich jetzt Essen. Und eigentlich eine Workbench. Ja, Leute, das war's mit Varo 2. Man kann von Essen sterben. Das heißt, ich muss mir jetzt als allererstes irgendwas zu essen holen. Oh Gott, ja, ey, krass. Du meinst ja, du hast ja schon eine Kuh abgebaut. Aber nur eine einzige, ja. Ist halt nix, ne? Boah, krasser Start, Leute. Alles umsonst, die ganzen Vorbereitungen, alles ist für den Arsch, alles ist für den Sack. Alles ist dabei. Ne, nicht viel war dabei. Nichts ist dabei. Oh Gott, Leute. Alter, nur weil... Oh, Mann. Ja, wundervoll. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Holz abbauen. Jetzt natürlich unsere ganzen Vorbereitungen. Alles, was wir gemacht haben. Ja. Also noch ein paar Infos, die ich jetzt einfach euch erzählen kann. 15 Minuten dauert die Folge. Danach werden wir automatisch vom Server geschoben sozusagen. Die 15 Minuten müssen wir auch aufnehmen. Also wir können nicht sagen, wir hören jetzt vorher auf und so weiter. Ich muss jetzt halt ganz normal alleine aufnehmen, ohne Haludri. Team Manuel Neuer, was wir ja sind. Wir konnten das natürlich jetzt alles gar nicht so viel sagen, weil es natürlich vielleicht super aufregend ist. Vielleicht bin ich gar nicht gestorben. Sondern Manuel Neuer und du bist noch dabei. Alter, das ist doch nicht wahr. Irgendwas war da. Okay, da ist ein Hühnchen. Und ich habe so eine kleine Höhle. Rotpilz ist auch tot. Jetzt sind so viele gestorben. Vor mir sind schon 5 Leute gestorben oder so. Ich habe hier so eine kleine Höhle gefunden. Ah, die ist natürlich gar nicht mal so cool, die Höhle. Du warst auf einmal weg. Ich hab dich nicht mehr gesehen, ich bin auch rechts gelaufen. Und dann warst du auf einmal weg. Ich war halt rechts neben dem See und bin dann einfach geradeaus weitergelaufen, ja, eigentlich. Ja, das hab ich auch gemacht. Und dann du warst wahrscheinlich nicht weit weg. Nee, dann, weil die Bäume da ein bisschen waren. Dann waren auf einmal 2 Stück hinter mir. Die habe ich gesehen, dann bin ich natürlich sofort von denen weg. Gesehen, der hat ein Schwert. Leute, ich bin gerade richtig überfordert. Ich weiß gerade gar nicht so richtig. Ich denke gerade so ein bisschen darüber nach, wie das jetzt hier weitergeht, wenn ich das alleine weitermachen muss. Was hast du denn schon? Wie bitte? Ja, echt gar nicht viel. Das ist ja das Ding. Ich mache gerade echt relativ ineffiziente Sachen. Ineffiziente heißt es, glaube ich. Wir haben halt alles darauf ausgelegt, dass wir zu zweit da schön
zusammen alles abbauen, Höhle rein. Es ist aber auch echt richtig waldig hier. Egal, hier sind noch ein bisschen... Oh, fuck. Hier sind noch ein paar Hühnchen, die kann ich mir holen. Bin einfach raus nach 3 Minuten. Und ich werde mir jetzt, glaube ich, eine Workbench bauen. Das wird, glaube ich, jetzt echt jetzt mal Zeit. Jede Menge freie Zeit, ne? Freizeit habe ich. Ich würde mir jetzt hier irgendwie eine Workbench bauen. Oder mich hier reinbauen, so halb. Vielleicht ein bisschen sneaken dabei, damit mich keiner sieht. Ich weiß ja absolut nicht, wo die anderen sind. Boah, ich habe gar kein Essen mehr gerade. Ich glaube, ich muss mich jetzt hier verabschieden. Ich muss das Ganze erstmal verarbeiten. Ich kann ja dann vielleicht nochmal in den Folgen bei Izzy mitgucken. Oder was heißt mitgucken? Ich kann mitquatschen. Oh fuck, was mache ich hier gerade? Müssen wir dann mal schauen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich habe gerade 7 Workbenches gebaut. Das sagt relativ viel, glaube ich, aus über die Nervosität, die hier gerade herrscht. Alter, ich bin tot. Ich esse kurz eins, auch wenn das dumm ist. Das kann nicht wahr sein. Was mache ich jetzt? Ich mache, Ja, halt nicht so geregelt, ne, Freunde? Diesmal nicht so geregelt, ne. Ne, dieses Mal nicht. Ich beende jetzt mal hier meine Aufnahme. Mach das. Und guck mal, vielleicht zu den Leuten, sind die noch am Test, die auch gestorben sind. Mal gucken. Vielleicht gucke ich gleich nochmal bei dir dann in der Folge rein. Ich kann ja nochmal in deine TS-Dings dann reinkommen und schauen, wie weit du bist. Alles klar. Also Leute, das war's. Kurz und knackig. Ne? Macht's gut. Schaut alle bei Izzy, feuert ihn an. Gebt ihm meine Glückwünsche, wie auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Raus. Ciao. Ja Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt unter uns und das ging natürlich alles richtig flott. Ihr habt ja vielleicht schon teilweise unsere ersten Probeaufnahmen gesehen oder vielleicht sogar die alles entscheidende letzte Folge, wo wir eigentlich alles ganz genau geplant haben, wo wir zum Beispiel erst regeln, dass ich Holz sammle und Eddie Workbench macht und erstmal eine Axt craftet und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt alles komplett daneben. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, weiß ich nicht so 100%, was ich machen soll. Und ich muss jetzt irgendwie versuchen, mir das Ganze jetzt so zurechtzubauen, dass vielleicht die anderen mich nicht mehr sehen. Ich werde das Ganze jetzt hier nochmal mit Erde zubauen. Oh, da war ja schon, ich hatte ja schon genug Erde. So, dass vielleicht nicht mehr so ganz, dass man nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, dass ich hier bin. Und, ja, ich habe jetzt gerade gar keine Kohle, fällt mir gerade auf. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr allzu viel sehen. Ich kann aber ja jetzt als allererstes mir mal einen Ofen machen. Und da die erste Kohle craften. Ich muss natürlich jetzt echt mich dran gewöhnen, muss ein bisschen mehr sneaken, das vergesse ich die ganze Zeit gerade so ein bisschen. Ich mache auch die ganze Zeit wirklich Sachen. Ich habe jetzt gerade 2 Öfen einfach gebaut. Das ist jetzt einfach so, yo, stimmt, ich habe ja noch die Sounds von TeamSpeak an, das ist jetzt so. Ich werde jetzt hier bleiben, ich würde sagen, ich bin fürs allererste, wenn ich mich nicht ganz doof anstelle und genug sneake und so weiter, bin ich hier erstmal relativ safe. Also ich muss jetzt erstmal schaffen, auf die Höhe von so circa 12 mich runterzubauen. Muss natürlich jetzt alles komplett alleine machen, das heißt, dieses ganze Zeug, was wir besprochen haben, wie gesagt, ja, das fällt natürlich jetzt weg. Ich weiß gar nicht, warum ich hier, was ich jetzt gerade mache, aber ich mache gerade Holzkohle. Ich bin gerade echt super aufgeregt, ich bereite mal jetzt erstmal ein Hühnchen. Das Problem ist einfach das Essen, das heißt, ich muss jetzt hier, glaube ich, nicht allzu lange werde ich jetzt hier chillen, sondern ich muss bald schon wieder raus und mir Essen machen. Da man, wie gesagt, von Essen sterben kann. Also es ist nicht so, dass es runtergeht auf ein halbes Herz. Nein, die Server-Einstellungen sind so, dass man tatsächlich stirbt, wenn, wenn man zu wenig Essen hat. Und das ist wirklich ein ganz, ganz dickes Ding hier. Also da muss man wirklich richtig aufpassen. Und ja, 2 Hungerkeulen hier hab ich gerade noch. Boah, das ist natürlich jetzt eine super schwierige Situation für die Leute, die jetzt im Team sind. Die stehen natürlich um einiges besser als ich jetzt. Und da ist auch noch Patrick gestorben. Ist immer das Ding, wenn ich crafte, dann kann ich ja... Da mache ich mich natürlich immer bemerkbar. Deswegen muss ich mich da vielleicht ein bisschen beeilen. Zack, mache ich mir erstmal hier eine Eisenaxt und natürlich ein Eisenschwert. Ist natürlich nicht schlecht. Oh, Leute. Dann mache ich mir noch schnell... Oh, Mann, ich bin so aufgeregt. Noch schnell eine Schippe hinterher. Und, ja, eine Axt. Zack, Holz werde ich auf jeden Fall noch einiges brauchen. Und, ja, 2 Workbenches brauche ich natürlich jetzt nicht. Boah, Concrafter tot. Vive tot, das heißt, Kev ist alleine. Das heißt, Gomme ist alleine. Ich brauche tatsächlich einfach Essen. Ich brauche einfach Essen. Das kann ich mir jetzt natürlich schon mal, direkt gönnen. Komm her. Zack. Ich weiß nicht so ganz, Kev ist jetzt auch tot. Ich weiß jetzt gar nicht... Sehe ich Namen? Ne, ich sehe keine Namen, ne? Weiß noch nicht so genau, was ich jetzt mit, oh, ich hab's vergessen.
hab's einfach vergessen, was ich sagen wollte. Ach man, diese Aufregung, Leute. Ich bin echt ein bisschen geflasht, dass jetzt zu Ende ist. Für den Haludri. Das ging ja so flott. Wir haben uns echt so überlegt, wie wir alles machen und wie es dann auch weitergeht. Und wir haben dann auch teilweise gesagt, ja, das müssen wir jetzt noch gar nicht besprechen. So weit sind wir ja noch gar nicht und so weiter. Ja, und so schnell kann es gehen. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie hole ich mir jetzt am besten Essen? Das ist jetzt die Frage. Kann ich hier rausgehen? Kann ich hier raussneaken? Was ist das? Kürbisse? Kakaobohnen? Leute, sowas kenne ich gar nicht. Ich chill hier jetzt einfach mein Leben. Ich weiß nicht, damit muss ich mir doch bestimmt auch was zu essen machen können, oder? Davon habe ich ehrlich gesagt nicht so Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner. Es wird natürlich dunkel. Und ich habe nichts zu essen. Da hinten ist eine Kuh. Aber wie finde ich den Weg wieder? Wie soll ich das denn schaffen, da wieder hinzukommen? Das ist echt, das sind alles so Fragen über Fragen. Hier ist nichts in nächster Nähe. Das sind die Kakaobohnen. Ich weiß nicht, wie wichtig die sind. Habe ich jetzt? Boah, Leute, ich erschrecke mich gleich. Ich erschrecke mich echt vor allem. Ich muss wieder zurück in mein Loch. Jetzt sag nicht, ich finde schon mein Loch nicht mehr. Das wäre natürlich richtig krass, wenn ich jetzt vor Aufregung mein Loch nicht mehr finden würde. Mein Loch, vor allen Dingen. Da ist es. Ja, ich weiß gerade auch gar nicht so genau, wie lang die Aufnahme jetzt circa gerade ist. Wir sind gerade bei 12 Minuten. Ich glaube, das Sicherste ist, dass ich jetzt erstmal hier bleibe und wirklich wieder kühlen Kopf bewahre und mir überlege, wie kann ich es schaffen, die nächsten Folgen was Vernünftiges zu essen zu holen. Ich höre Leute abbauen. Ich höre echt Leute abbauen. Ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch und baue mich hier ein bisschen runter. Das kann nie schaden. Das sind alles Sachen, die ich so oder so machen muss. Und in der Hoffnung, dass ich vielleicht da noch irgendwie was Cooles finde oder so. Aber allein, dass ich einen hier höre, ist ja schon kein gutes Zeichen. Hallo, Dre, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Jedes Mal kommt hier der Sound. Wie läuft's bei dir? Ich habe das Gefühl, ich höre irgendwen abbauen, irgendwo in der Nähe. Aber ich sehe nichts und höre nichts. Und mein allergrößtes Problem ist natürlich jetzt, wie bekomme ich Essen, ne? Bist du in der Höhle gerade? Ich bin in der Höhle und die ist, glaube ich, auch relativ safe. Und, ich werde jetzt mich die ganze Zeit erstmal runterbauen und jetzt erstmal diese Folge zu Ende gehen lassen und mir dann kühlen Kopf bewahren und überlegen, wie bekomme ich jetzt am besten Essen? Wie mache ich das am besten, dass ich das jetzt nicht diese Folge mache, weil das ist mir alles ein bisschen zu krass gerade, da habe ich gar keinen kühlen Kopf. Boah, ich glaube, ich habe noch nie so ernst auch in der Folge geredet, aber ich habe einfach Schiss, Leute, ohne Ende. Wie weit bist du denn? Es sind sau viele Menschen gestorben, ich weiß nicht, bist du da auf dem aktuellen Stand? Ich kann sagen, dass 13 Leute. Vielleicht höre ich auch einfach was Falsches gerade. Vielleicht habe ich auch einfach nur Tiere gehört. Das kann natürlich auch das sein. Das kann natürlich auch sein. Man hat es ja die ganze Zeit im Chat gesehen, wer alles gestorben ist. Deswegen kann ich es ja sagen, ne? Achso, okay. Ja, ja, 13 Leute sind Wife tot. Ist tot, Kev ist tot. Ja, Kongcrafter. Kongcrafter ist tot. Rotpilz. Genau, die sind alle tot. Das ist echt krass. Und jetzt gerade ist ein bisschen ruhig. Ich weiß auch, wer mich getötet hat. Kunga hat den Server verlassen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Die Zeit ist, glaube ich, noch nicht vorbei, sonst würden ja auch wahrscheinlich noch mehr leaven gerade. Kohle finde ich schon mal ganz gut, aber... Aber damit war es das auch schon fast. Ich habe natürlich jetzt echt nicht ansatzweise das Zeug, was wir eigentlich besprochen haben, so, ne? Damit hätte ich niemals gerechnet, dass das so läuft. Wir sind ja weggelaufen, wir sind die ganze Zeit gelaufen, es waren überall Leute, die ganze Zeit. Ja. Was meinst du, war jetzt der Fehler? Dass wir uns aus den Augen verloren haben, oder? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht hätte man direkt wirklich diese Schwerter bauen sollen, wo wir kurz stehen geblieben sind. Ja. Achso, dass sie dann einen gar nicht angreifen, weil die sehen, wir haben schon ein Schwert. Genau, dass sie sehen, yo, die haben auch schon ein Schwert. Lass mal von denen lieber wegbleiben. Das hätte ein Fehler sein können. Dann war es natürlich kacke, dass wir uns aus den Augen verloren haben, dass ich dich dann gesucht habe. Ich bin ja dann so ein bisschen hin und her gelaufen. Dann gesucht so, okay, wo könnte er sein? Dabei bin ich halt Stegen begegnet.
Stegi hat dich tatsächlich gekillt, oder Stegi was? Stegi ist ja bekannterweise ein sehr, sehr guter Minecraft-Spieler. Und der hat dich, sich gegönnt. Hat mich dann, umgeklatscht, weggehauen. Richtig. Ich bin ja noch eine Zeit weggelaufen. Ja, ich hab's gehört, hab mich aber ehrlich gesagt einfach in dieser Aufregung nicht getraut, da jetzt irgendwie noch zu dir zu laufen. Das ist halt echt so eine Sache, ne? In Ordnung. Oder vollkommen richtig. Weil du warst ja auch nicht aufgeregt. Vor allem, du hast gesagt, er hat ein Schwert gehabt, ne? Ja, ja. Da konnte ich halt dann auch absolut nichts machen. Nee, überhaupt nicht. Ich würde es überhaupt nichts machen können, deswegen war das schon okay. Oder war das gut, dass... Wir werden in einer Sekunde gekickt, Leute. Eine Sekunde? Genau, in einer Sekunde, glaube ich. Ne, ich habe mich wahrscheinlich verlesen. Oh Gott, ich höre jetzt nicht auf zu sneaken, nur weil ich mich verlesen habe. Wieso wurden wir später gekickt? Server verlassen, alle liefen. Okay, wir müssen liefen, okay. Okay, Leute, das war's mit der allerersten Folge. Alles sehr chaotisch, spektakulär. Halori ist leider nicht mehr dabei. Gibt ihm ein Trost-Abo. Lasst ihn einen Trost-Daumen nach oben da. Das war's mit der ersten Folge. Ich würde jetzt tatsächlich noch weitere Folgen aufnehmen. Also jetzt nicht direkt im Anschluss, sondern werden wir ein bisschen Zeit lassen und mir ein bisschen was überlegen. Leider könnt ihr nicht in die Kommentare schreiben, mach jetzt in der nächsten Folge das oder mach das. Weil ich die Folge ja schon aufnehmen muss, bevor die Folge online ist. Das heißt, ihr könnt mir da leider gar keine Tipps geben. Das muss ich jetzt irgendwie alles so selber durchziehen. Also seid mir nicht böse, wenn ihr irgendwas wirklich essentiell Wichtiges in die Kommentare geschrieben habt und euch dann ärgert, dass ich das nicht gemacht habe. Ich kann es ja gar nicht lesen in dem Moment, wo ich das aufnehme. Ich gebe natürlich mein Bestes. Wichtig ist eigentlich das Essen und so weiter. Weil, wie gesagt, dann sterbe ich und ich habe nicht mehr allzu viel, das muss dann direkt in den Ofen. Da muss ich mich irgendwie drum kümmern. Boah, ich weiß echt nicht, wie ich das wirklich anstellen soll, dass ich dann da rausgehe und so. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Thema der ersten Folge. Gebt den Daumen nach oben, wenn ihr stolz auf mich seid, dass ich noch lebe. Ich weiß nicht, wie viele noch dabei sind. Wie viele sind noch dabei? Das weißt du auch nicht, ne? Wenn 13 raus sind, sind noch 39. Das sind ja auch noch Leute ohne Ende, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Ich möchte die Folge jetzt nicht zu lange machen. Morgen bin ich auf jeden Fall noch dabei. Schaut wieder rein, dann kommt die nächste Folge... Morgen, glaube ich, ne? Die kommt sogar morgen. Ich glaube schon. Ich bin nicht ganz informiert, aber ich denke schon. Bei mir nicht, ne? Bei mir nicht. Take this, sie nimmt das Leben nicht so ernst. Und tschüss. Verwirrung. User left your channel.